Da fällt mir eben gerade ein, gerade auch das Rennen gestern, was wir gesehen haben. Da können wir die Bilder uns noch mal anschauen. Wir haben es gestern auch in unserer Sprintanalyse auch gezeigt. Da würde mich mal kurz eure Meinung interessieren, wo Max Verstappen und George Russell aneinander geraten waren. Verstappen hatte sich ja Russell gepackt und da gab es ja so eine, ja, gab es ja ein paar Formulierungen von Arschloch war teilweise die Rede, was man gehört hat. Es war auch von Vollpfosten die Rede. Und ich habe dann so ein bisschen noch mal jetzt in den letzten Stunden mal so die Kommentare bei uns mal so verfolgt, wo viele auch gesagt haben, jetzt musste mal Max Verstappen seine eigene Medizin schlucken. Wie bewertet ihr diese Aktion von gestern, diesen Vorfall der beiden, Marc? Also ja, Verstappen ist es nicht gewohnt, dass einer mit ihm so umgeht, wie er mit den anderen umgeht. Also so kann man es eigentlich formulieren. Jos, du kennst ja George sehr gut. Er hat ja dann das Argument gebracht, dass er keinen Grip hatte. Darauf hatte ja Max auch gesagt, dass das war Helmut Marko, der das gesagt hat im Interview bei Sky dann, dass das immer die Aussage von Russell wäre, dass er keinen Grip hatte. Wessen Schuld siehst du da? Die von Russell oder die von Max? Ja, ich sehe natürlich da keine Schuld vom Russell, weil das ist mein Junge, oder? Das ist ja klar. Das ist ja klar. Und der George ist auch ein Schlitzohr. Ja, der ist, er hat ja auch gesagt, seit sie 18 fahren die beiden gegeneinander. Die kennen sich sehr gut. Und so wie der Marc gesagt hat, Max ist nicht gewohnt, dass einer mit ihm so umgeht, wie er mit den anderen umgeht. Und der Max wäre genauso da reingefahren am George seiner Stelle. Da bin ich absolut überzeugt. Und hat ja auch funktioniert. Er war ja auch dann vorne. Alles richtig gemacht. Ja, Max hat ja auch angekündigt quasi, dass das erst dann das nächste Mal dann auch so macht. Kannst du so ein bisschen, Jost, die Häme verstehen, so, die man jetzt Max gegenüberbringt, wie es so in den ganzen Kommentaren heißt, dass er es jetzt selber mal so erlebt hat, wie er da, ihr habt schon beides so angesprochen, wie Max es zum Teil auch mit anderen in der Vergangenheit gemacht hat? Ich glaube, direkt nach so einem Vorfall, da kochen die Emotionen hoch und das darf man nicht so eng sehen oder überbewerten. Da muss man ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann sehen die beiden die Sachen auch anders. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.